Ja, meine lieben Freunde, jetzt sind wir ja kurz vorm Ende unseres ersten Stückes. Ich werde bis dorthin nochmal spielen, ja? Und damit man irgendwie den Anfang kriegt. Sorry, ich bin verschnupft ohne Ende. Also schauen wir mal. Schön, dass wir jetzt zum Schluss die Leerseiten hatten, weil nun kommt die Aktion. Der kleine Finger ist dran. Und zwar geht er hier in den siebten Bund auf die E-Saite. Natürlich nicht so wie ich, ups, sondern einfach locker versucht man hier mit dem kleinen Finger zu stehen. Der Daumen macht den Gegenhalt, ja, so ein bisschen versetzt. So, ja. Und nun spielen wir einfach mal, probieren, ob das geht. Ups, mal schauen. Das Gewackel kann man erstmal lassen, das ist immer mal ein Vibrato. Braucht nicht unbedingt, aber wenn man es ein bisschen tut. Das ist natürlich nicht die einzige Aktion. Spielen wir es jetzt. Und zwar kommt nun der dritte Finger dran, im gleichen Bund, aber auf der H-Saite. Muss man jetzt genau zwischen den Saiten stellen, oder zwischen die Saiten. Ja? Dass der die anderen nicht berührt. Das ist gar nicht so einfach. Klappt bei mir auch nicht immer. Oh. So. Nun einfach dieses Abwechseln. Kleiner Finger, E-Saite, Ringfinger, H-Saite. Ein bisschen Übung kriegt man das hin. Achtet immer auf die runde Haltung der Hand, entspannt. Ja. So. Das kann man jetzt auch machen, viermal, achtmal, so lange wie man will. Ja. Und der letzte ist halt immer hier der Ringfinger auf der H-Saite. Und nun kommt der Schlusspart. Und nun rutscht er einfach hier zum dritten Bund und die anderen zwei Finger, sprich Mittel und Zeige, setzen sich dazu auf die gleiche Seite. Also man hat jetzt drei Finger drauf. Ja? Ich mache es mal kurz vor. Ups, wo ist er denn? Da unten, siebte Bund. So. Und rutschen. Und nun spielt man einfach gemütlich alle drei Finger runter. Den letzten zweimal. Und das Lied ist fertig. Ja. Ich mache also nochmal diesen ganzen letzten Part. Kommen wir wieder von vorne.
Ja, ich würde mal sagen, viel Spaß, Leute.